So, heute ist ein sehr schöner Tag, die Sonne scheint. So, heute ist Samstag, der 24. Juli, 13 Uhr 2021, 13:22 Uhr und 10 Sekunden. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich eine Anzeige gegen Bruno Kahl machen will. Und ja, wie gesagt, ich habe das hier auch soweit schon so gut. Ich dachte einfach mal, ich dokumentiere das halber, sicherheitshalber. Zwar habe ich alles soweit hier schon ausgefüllt. Hier, wer will, kann dann Pause drücken. Ich zoome da mal ran, was ich hier geschrieben habe. Dann habe ich hier noch. Die ganzen Links hier eingefügt. Haben Sie ein ärztliches Attest? Nein. Haben Sie Fotos der Verletzung? Ja. So, habe ich hier nochmal Dr. Catherine Horton gepackt, die das Joint Investigation Team von ihr. Ja, ich wollte das nur dokumentieren. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich abbreche oder ob ich den Rest hier einfach nochmal mitfilme. Das schadet ja nicht. So. Die jetzt überlege ich noch was. Das lasse ich einfach mal so weiter. Machen wir einfach mal 20.12.2002 bis, nehmen wir einfach mal bis heute, ja, bis zum 24.07.2021 Uhrzeit, einfach mal 0 Uhr 0. So, bis 0 Uhr 0 werde7. Ich glaube, ich pausiere das gleich nochmal und zeige nochmal einfach das Ende. 7 auf alle erdenklichen Weisen vom BND, der CIA und dem Verfassungsschutz. Und erniedrigt. Na, erniedrigt. Ja, vielleicht ist es ja ein guter Polizeimitarbeiter und die Anzeige wird sogar aufgenommen und durchgelassen. Wer weiß. Der Name sagt schon aus, dass es sich hierbei um Kriminalbetrug handelt. So. Jetzt hier. Werde ich meinen Körper. Ich mach mal kurz Pause, Moment mal.
So, soweit, so gut. Jetzt, ich zeige mal jetzt, was hier steht. So. Werde ich. Hat auch versucht. So, Sex. Also man wollte Prostituieren, um so noch an mir zu es schon mehrere gab. Punkt. Gesagt, ja. Das gleiche für Herr Rasselbande. Rasselbande. Ich glaube, ich schreibe das echt so. Ich bin einfach angepisst und es ist ja so. Verkorkste Rasselbande ist das, ey, ganz ehrlich. So, weiter. Bereit zum Abschicken. So, ihr könnt da noch mal die Zusammenfassung sehen. Ich dokumentiere das jetzt hier auch deshalb, falls es hier irgendwelche Fehler mit Abschicken gibt und nicht abgesendet oder sonst irgendwas, dann kann ich nachweisen, hier, ich habe die Anzeige online gemacht, es wurde irgendwie vom Geheimdienst irgendwie rausgenommen oder was. So.